Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Hallo. Maskenpflicht ist vielerorts noch angesagt. Ist blöd, aber muss halt sein. Aber was mich am meisten nervt, ist, dass ich bei meinem Gegenüber nicht sehen kann, ob der lächelt oder gerade grimmig guckt. Okay, werden wir auch noch überleben, schaffen wir alles noch. Aber was mir in dem Zusammenhang immer wieder auffällt, ist, dass ich ganz oft freiwillig in meinem Leben schon Masken aufgesetzt habe. Nämlich, damit ich anderen gefalle oder damit ich so bin, wie andere das von mir erwartet haben. Bestes Beispiel, ich war früher bei meinen Kollegen immer als die fröhliche Sabine bekannt. Ich habe wohl immer einen flotten Spruch auf den Lippen gehabt. Und eines Tages bin ich ein bisschen nachdenklicher geworden. Und dann kam ein Kollege zu mir und sagte, ey, was ist denn eigentlich los? Wir wollen unsere fröhliche Sabine wieder haben. Ich war erstaunt. Und ich habe darüber nachgedacht und mir ist klar geworden, hey, das gehört beides zu mir. Ich bin fröhlich, aber ich darf auch nachdenklich sein. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich gerne immer so bin, wie andere mich haben wollen. Ich bin gerne everybody's darling. Ich möchte gerne Ansehen von den Leuten haben. Ich möchte anerkannt werden. Und das klappt aber nicht immer. Ich kann nicht immer so sein, wie andere das von mir erwarten. Aber ich möchte lernen, nicht zur Maske zu greifen. Nur damit ich so bin, wie andere das jetzt gerade erwarten. Dabei hilft mir der Gedanke, dass ich mein Ansehen schon bekommen habe, bevor ich überhaupt meinen ersten Schrei getan habe. Noch bevor ich geboren worden bin, hat Gott, der Schöpfer, mir Ansehen und Würde und Liebe geschenkt. Und deswegen muss ich nicht darauf achten, dass alle mich jetzt wirklich lieben. Es wäre schön, wenn das so wäre. Aber mein Wert hängt nicht davon ab. Eigentlich müsste jeder mit so einem T-Shirt rumlaufen. Wertvoll, created by God. Gemacht von Gott. Deshalb darf ich sein, wie ich bin. Ich darf ich sein. Ich muss keine Maske aufsetzen. Vielleicht denkst du daran, wenn du in diesen Tagen mal fröhlich wieder zu einer Maske greifen willst, weil du so sein möchtest, wie andere das von dir erwarten. Denk dran, du bist wertvoll. So wie du bist. Gemacht von Gott. Ein Original Gottes. In diesem Sinne wünsche ich dir eine super coole Woche. Nächsten Montag hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.